Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Harz und Freunde. Neue Episode Schlachtfeld mit mir. Und ich gucke aber einmal kurz hier in die Quests rein. 57 Karten. Wir haben hier neue. Oha, es laggt. Es laggt. Jo, sei es drum, direkt wieder rein hier. 5153, ich glaube, das ist meine bisher höchste Wertung. Vielleicht irre ich mich da auch, aber ja, letzte Runde Dritter geworden. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ich war ja jetzt auch ein paar Folgen bzw. ein paar Spiele hintereinander, wo es überhaupt nicht gelaufen ist. Da war ich so ein bisschen stuck auf 5000. Und habe dann auch zum ersten Mal festgestellt, dass man da nicht absteigen kann. Vielleicht ist in allen Tausender-Schritten so eine Freio-Zone, das wäre natürlich toll. So, erhalte 2 Steine, einmal pro Zug. Schweinerei. Dämonenmech, Murlocs, Stacheleber, Wildtiere. Entdeckt eine Kopie eines Dinos. Komm, ich nimm mal den. Und dann machen wir ein Schweinespiel. Machen wir nochmal eine Schweinerei. Kaffee. Ja. Boah, ey, ich habe richtig viel gegessen gerade. Ziemlich voll. So, da haben wir schon das erste Schwein. Aber den buffen wir natürlich nicht. Also, ich sag mal so. Wenn ich wirklich ernsthaft hochleddern will und aufsteigen will, ich glaube, da muss ich mir mal so eine Liste machen. Auf welcher Stufe? Ich meine, ich kenne jetzt mittlerweile, habe ich ja schon einige Runden gespielt. Ich kenne sehr viel auswendig jetzt schon. Aber alles merke ich mir natürlich auch nicht. Und dann werde ich mir, glaube ich, vielleicht wäre es schlau, sich so eine Liste zu machen, welche Schweine auf welcher Stufe sind, ne? Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Schweinchen. Tja, leider kein Schwein dabei. Kann ich euch etwas anbieten? Der mächtigste Drache beginnt als winziger Welpling. Ob sich das lohnt, einzufrieren? Das sind so Verkaufsschweine. Aber ich sag mal so. Ja, ich werde die, Alter.
Wie hat der denn Windzorn gekriegt? Ach, von verleiht jedem autorisierten Diener. Ah, okay, krass. Hm. Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Stein auf Stein. Hey, Hector, hier rüste ich. Hm. Ja, nächsten Turn haben wir 7. Und das Update kostet 4. Da können wir wieder updaten und hoffentlich ein ordentliches Schwein. Aber die guten Schweine gibt es bei Stufe 3, glaube ich. Ja. Und sehr schnell auf die Stufe 6 Schweine spekulieren. Denn die finde ich nach wie vor extrem stark. So, alle kriegen Steine und halt Rache-Steine. Was diese Diener hierher zieht, Drachenbabys natürlich. Ja, das werde ich verlieren. Haushoch. Hey. Oh, schön euch wieder. Ein Drilling. Kann ich euch etwas anbieten? Ich weiß nicht, ob wir den wirklich wollen. Weil der macht ja nichts außer mir Steine geben und daran sollte es nicht mangeln. Ich brauche eigentlich welche, die mir die Steine hochbuffen. Gut gemacht. So findet ihr mächtigere Rekruten. Stein auf Stein. Gottesschild wirkt einen Stein auf einen anderen befreundeten Diener, nachdem ihr auf diesen gewirkt wurde. Ja. Die Kristalle sprechen zu mir. Muss den jetzt loswerden eigentlich, ne? Und den. Ja, es war schwierig. Das war schwierig von der Entscheidung her. Jetzt werde ich den Fight natürlich auch verlieren. Hat schon ein sehr starkes Board. Alter, was hat denn der für eine Stufe? 2. Okay. Wow. Ein kleines Missgeschick. Nichts weiter. Mhm. Dieser Diener passt perfekt in eure Armee. Boah, schwer. Der oder der? Aber ein Gasthauszauber wirkt? Könnte auch gut sein, ne? Aber ich muss die auch hochbuffen. Naja. Pixle Picasso. Die Kristalle sprechen zu mir. Oh, geht ohne mich, Partner. Perfekt. Den Himmel zu beherrschen? Ja. Mhm.
Sehr gut. Boah, Alter, der ist so dick, Junge. 12-1. For real. Okay, 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 okay. Das gibt einen jetzt. So, jetzt bufft der schon mal immer einen Angriff. Der schmeißt einen ab, gibt mir drei. So, jetzt haben wir den noch. Der überzeugt mich ja ehrlich gesagt nicht so, ne? Erstmal gucken, was hier drin ist. Aha. Machen wir mal. Na, ich weiß nicht, ob ich das hier haben will, ne? Weiß ich echt nicht. Ja, der ist doch schon mal groß. Was macht der nochmal? Achso, der wirft einen ab und... Stacheleber, Stacheleber, Dämonen, Stacheleber. Ja, es gehen schon viele auf die Schweine. Stufe 4, 3, 5. 4, 4, 4. 3, 3, 4, okay, ich muss jetzt updaten nächsten Turn, ganz wichtig. Der Updates. Aus und zieht los. Oha! Schönes Board hat er. Ein schönes Board. Schade, dass der nicht gestorben ist. Das ist natürlich mies. Da draußen geht es wirklich heiß her.
Für so kleine Wesen fressen diese Drachen ganz schön viel. Ah, ich hoffe, dass der hier wenigstens stirbt. Yo. Da ist er jetzt auch ein, zwei Runden nicht gestorben. Oha, vielleicht ist er schon platt. Yo. Max Damage, Bums. Ja, gut. Eure Diener sind so mächtig wie Drachenfeuer. Dieser Diener passt perfekt in eure Armee. Hä? Ach, zweimal pro Zug? Okay. Eine großartige Ergänzung für euer Team. Ja, finde ich gut. Dann kann ich das hier spielen und den. Ein Leben mehr auf die Steine ist natürlich auch nicht schlecht. Der ist Stufe 5, mein Gegner. Wildtiere. Ah, ich müsste mal langsam updaten auch. Nächsten Turn vielleicht. Ja, übernächsten. Nächsten Turn mache ich das erstmal so. Ja, der hat mich eben fertig gemacht hier mit seiner Strategie. Aber diesmal nicht. Schade, ey, der platzt halt nicht mehr auf, ne? Eure Diener sind so mächtig wie Drachenfeuer. Auch der mächtigste Drache beginnt als winziger Welpling. Ja, der ist halt mittlerweile auch dick für einen Drilling. Begrab die Knochen, Relikte der Vergangenheit. Begrab die Knochen, Relikte der Vergangenheit. Ein gutes Geschäft. Hier ist euer Gold. Ja, ich könnte den jetzt auch spielen für Board voll, aber nee. Nächsten Turn werde ich updaten. 113,67 mit Gottesschild.
Ihr seid für alles gewappnet. Ah, vielleicht kann ich... Na. Nee, den kaufen, verkaufen für zwei so Dinger, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber die beiden mit Spott und Gottesschild zusammen mit dem Rachetypen, dass die quasi die ganze Zeit neues Gottesschild kriegen, das wird hart. Also da könnte ich dann echt gewinnen. Ja, da auch ein schönes Board. Okay. Puh. Ein sehr starkes Board auch. Aber Cap rein. Da draußen geht es wirklich heiß her. Und aus diesem Grund werde ich jetzt auch updaten. Boah! Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Da komme ich jetzt leider so schnell, so gut nicht ran. Aber das läuft. Den kaufe ich. Den auf jeden Fall. Und das hier vielleicht. Mal sehen. Auf jeden Fall die beiden. Den weiß ich nicht. Kann man machen. Muss man jetzt nicht unbedingt. Ja, kann man schon machen. Das ist halt witzig, wenn ich einen Zauber mache, der zaubert auf den und der dann nochmal auf den oder so und es skaliert halt voll hoch. Wer vorne liegt, erregt viel Aufmerksamkeit. Seid vorsichtig. Oha. Oh, was hat er denn hier? Okay. So macht er das. Kampfschreie werden nochmal ausgelöst von den beiden, die den hochbuffen. Das ist natürlich auch eine super Idee. Ich habe knapp gewonnen, aber schon nicht schlecht. Auf jeden Fall den, auf jeden Fall den. Und das. Ja, das super Blöde ist halt, ich brauche ein Drilling. Sonst komme ich hier nicht weiter, ne? Den würde ich gerne spielen, aber kann ich nicht, weil das Board voll ist. Wer war das?
Oder ich brauche noch mal den, der alle Steine irgendwie abzieht von einem. Muss die beiden irgendwie entsorgen oder den. Vielleicht auch den. Da habe ich schon den. Ah. Ich brauche halt Drillinge. Von dem habe ich zwei, von dem habe ich zwei, von dem habe ich zwei, von dem habe ich zwei. Ja, wenn die Drillingsmaschine losgeht, dann habe ich auch bessere Karten. Ein Hühnchen wäre natürlich auch super. Mit meinen zwei Death Rattle Buffs. Oha, da macht auch einer auf Kampfschrei hier. Oh, das wäre schön. Oha. Komm, down. Ach, wir haben immer noch Cap Damage, glaube ich. Naja. Ah, Glück gehabt. So, Top 4, Leute. Top 4. Top. Ah, das hilft nichts. Oder ich ab. Oder ich update. Habt ihr einen Plan, Kommandant? Okay. Boah, wenn ich den in die Mitte von den beiden stellen würde und dann, dass der alle Steine klaut, boah. Kriegt jedes Mal Gottes Schild, wenn der Schaden überlebt, ne? Das wäre richtig krass. Das wäre richtig, richtig krass. Ich meine, gut, die Karten muss ich auch ziehen, ne? Das ist klar. Wer vorne liegt, erregt viel Aufmerksamkeit. Seid vorsichtig. Schweineboy! Denn die Schweine haben mich selten im Stich gelassen. So, jetzt bin ich schon mal safe. Safe zweiter. Boah, ich brauch den, der die Steine überträgt. Ey, nix Gutes dabei, Leute. Nix Gutes. Da ist er. Da ist er. Da ist er doch. So, wie stelle ich das jetzt an? Ich muss Sachen verkaufen, ne? 9-2. Muss den verkaufen, leider. Es wäre schön gewesen mit dem Drilling, aber es geht halt nicht, ne? Genau wie mit dem. Ich glaube, den muss ich. Ja. Ich weiß es nicht.
Ja, es hilft ja nichts. Ah, mein Kopf, was mache ich jetzt? So. So. Keine Gefangenen. Begrab die Knochen. Relikte der Vergangenheit. Ein ehrwürdiger Diener. Ihr seid nicht aufzuhalten. Ah, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Jetzt verliere ich. Das war richtig schlecht. Oh, jetzt so langsam. Haben wir noch Cap Damage eigentlich? Nee, ne? Nee. Ey, wie dick die sind, Alter. What? Ja, die beiden, ne? Das war mein Wunsch auch. Naja. Oh. Zweiter Platz, komm. 5226. Und ich glaube, die Idee mit dem, immer wenn er Schaden überlebt, lag, kriegt er Gottes. Also grundsätzlich war das gut, aber zu spät und alles. Peace out.